Willkommen zurück zu SFS Colony. Willkommen zu einer weiteren Folge. Heute fliegen wir wieder zu unserer Asteroidenkolonie und immer noch mit derselben Rakete. Ja, praktisch. Die Nutzlast ist natürlich ein bisschen anders, aber die Basisrakete ist hier immer noch unsere Avalon 4B, die 130-Tonnen-Variante. Natürlich auch wieder hier mit ein bisschen extra Treibstoff, damit wir genügend haben, um zurückzukehren. Und hier in der Nutzlastverkleidung haben wir Solarzellen, 3 Stück, aber insgesamt werden wir diese Rakete dreimal dorthin schicken. Das heißt insgesamt 9 Solarzellen. Damit haben wir dann mehr als genug Strom, um unsere Basis oder unsere zukünftigen Operationen mit Strom zu versorgen. Und das wird dann quasi die gesamte heutige Folge sein. Ich hoffe, es gefällt euch natürlich und genug geplaudert. Los geht's. Kurze Unterbrechung, ein winziger Anteil meiner Zuschauer sind auch Abonnenten. Das heißt, wenn du ein regelmäßiger Zuschauer bist, aber noch nicht abonniert hast, dann wäre es super nett, wenn du einfach mal auf Abonnieren klicken würdest. Das würde mir helfen, auch bei anderen Leuten aufzufallen, die meinen Content auch vielleicht mögen. Wäre super nett, vielen Dank und weiter geht's mit dem Video.
Und da haben wir es geschafft. Wir sind mit allen drei Raketen zum Asteroiden geflogen und wieder gelandet. Hier haben wir gerade die letzte Rakete, zweite Stufe quasi. Hier drüben haben wir die ersten Stufen. Und ihr seht, ich bin da recht dicht aneinander gelandet. Also das ist, die hätten praktisch aufeinander landen können. Die andere Stufe ist ein bisschen, ja, ein bisschen weiter weg, erkennt man kaum noch. Ich zeige es euch eigentlich gleich nochmal im Querformat, also keine Sorge. Und hier haben wir dann eben die anderen beiden zweiten Stufen, einmal dort und einmal dort. Hier ist leider ein Triebwerk bei der Landung kaputt gegangen, aber an sich, alle anderen haben ja ganz gut funktioniert. So, dann gehen wir mal raus zum eingefangenen Asteroiden. Da können wir jetzt mal die Navigation beenden, brauchen wir ja nicht mehr. Wir fokussieren einmal und dann gehen wir hier hin, nämlich zum rechten Fundament. Dort haben wir nämlich die ganzen Solarzellen jetzt aufgebaut und ihr seht, das sind eine ganze Menge, 9 Stück insgesamt. So viele habe ich noch nie auf einen Haufen aufgebaut. Also ich würde sagen, wir öffnen die einfach mal. Und das ist jetzt hier ein bisschen doof, dadurch, dass es mehrere Stufen sind. Aber naja, machen wir es einfach trotzdem. Und dann werden alle geöffnet. Und damit haben wir ganz schön viele Solarzellen auf einem Haufen. Das ist wirklich eine ganze Menge. Und selbst wenn man weit rauszoomt, dann ist das immer noch eindeutig erkennbar. Das ist natürlich nur der erste Teil. Hier rechts habe ich noch ein bisschen Platz gelassen. Da würde ich noch gerne irgendwie was mit Strom machen. Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht so ein paar Transformatoren, Batterien, irgendwas, um das Ganze zu speichern. Und dann haben wir eben noch diese beiden anderen Fundamente frei. Da werden wir andere Sachen hinbauen. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite noch ein paar Flächen quasi frei, wo ich auch noch ein bisschen was vorhabe. Aber das war's fürs Erste. Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!